Ich bin blind und besteige einen Berg, um auf den Extrempark zu kommen. Oh, ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Es gibt kein Internet mehr. Blind zum Extrempark in Bursa. Wir nehmen einen extremen Weg dafür. Und meine Frau hat das ausgesucht. Also, sie ist auch blind. Meine Frau sieht noch 4% und sie geht vor. Und in welche Richtung jetzt? Wir müssen jetzt hier weiter hoch nach rechts. Diesen Blindenstock benutze ich jetzt als Wanderstock. Und ich glaube, wir sind verloren, aber es gibt nur einen Weg und mein Bruder kann wenigstens gut sehen, oder? Ja. Und wir sehen schlecht, deswegen, das wird schon klappen irgendwie. Der Stock macht gute Dienste. Oh, da ist eine Spalte. Okay, aber wir gehen weiter nach oben. Man könnte mit dem Bus oder der Bahn und sowas fahren und keine Ahnung, aber meine Frau will Action. Nicht ich, das will meine Frau. Tut mir leid. Wir haben es bald geschafft. Ui. Oh, oh, oh. Da irgendwo war ein Tier drin. Da unten irgendwo, hunderte Meter tief, ist unser Haus. Ich schwitze. Ich glaube, ich werde hier leben. Ich gebe auf. Das könnte mein letztes Video werden. Guck mal, Leute, wie tief das runtergeht. Da vorne sind die. Der Blinde bleibt langsam zurück. Die Kräfte schwinden. Aber oh, ich werde nicht aufgeben. Niemals. Weiter geht's. Oh, da ist eine Schlange. Nee, warte. Ich habe was gegessen. Das ist mein Blindenstock. Oder ist es der Blindenstock von einem anderen Blinden? Nein! Die letzten Meter. Wir sind gleich da. Ich höre schon Seilbahngeräusche. Wir müssen es schaffen. Aber es ist so steil, es kommt gar nicht im Video rüber, Leute. Und hier sind überall Steine. Da muss ich fühlen mit dem Stock. Die Dinger sind auch lose teilweise. Das ist nicht der offizielle Park zum Extrempark. Du kannst einfach ein Taxi nehmen, bist schneller, aber... Ich muss Sport machen. Ich muss meine Arbeit alles weglassen und nur trainieren. Aber leider hat man im Leben ja noch echte Verantwortung, die ich alle abgeben werde nach diesem Video. Ey Leute, das ist so krass. Wir haben es geschafft. Meine Frau hat uns hingeführt. Da müssen wir uns gleich bedanken. Offiziell übertreten wir die Grenze über den Zaun, der kaputt ist. Wir haben es geschafft. Der Blinde hat den Weg gefunden, nicht den offiziellen, aber hey. Hm. Und jetzt hier. Jetzt muss es hier weg. Ah, hier noch drüber. Ja, danke dir, Jasmin. Ja, was sagst du, Sebi, zu der Idee? Wir sind kaputt, ja. Aber ich sehe schon auch andere Leute, die von anderen Waldwegen kommen. Also ja. Wir benutzen auch den Extremweg. Genau, das Extremweg für extreme Leute. Ich gehe was also trinken. Also typisch deutsch, haben eine Wanderung gemacht. Ne? Ja, genau.